Eine neue Zeit ist im Zürcher Hauptbahnhof angebrochen. Ab heute zeigt ein LED-Bildschirm den Pendler die Abfahrtszeiten. Die 19 Meter breite Tafel soll mit 2,3 Millionen Pixel Kunden schärfen und schneller informieren. In der Nacht vorher ist die Tafel angebracht worden. Zwei Kräne haben die 12 Tonnen schwere Anzeige aufgehängt. Neu nimmt ein Viertel der Tafel Werbung ein. Kommt die neue Tafel bei den Pendlern gut an? Nein, die Werbetafel stört mich nicht. Da sieht man öfters etwas anderes wieder. Ja, im ersten Moment sieht man eigentlich gar nicht viel Unterschied, wenn man sie so anschaut. Sie hat die gleiche Größe und etwa die gleiche Schriftgröße. Ich nehme mal an, man hört es nicht mehr klappern und sie ist sehr viel schneller in der Darstellung. Vermissen Sie die alten Fallblätter? Ja, natürlich, das Rattern, das fehlt. Die alte Tafel hat ausgeraschelt. Seit 1988 hat sie Pendler begleitet. Jetzt kommt sie ins Museum. Die SBB ersetzt die blauen Anzeigetafeln an 16 Bahnhöfe in der Schweiz. Die Gesamtkosten der Umrüstung belaufen sich auf 18 Millionen Franken.